Hallöchen, liebe Zocker. Hallöchen, liebe Zockerfreunde und herzlich willkommen zum neuen Gaming Review meinerseits. Heute schauen wir uns einmal das Game Pizza Connection 3 an. Ja, das kommt aus dem Hause Astragon und es wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Vielen Dank schon mal dafür. Und ich würde sagen, wir quatschen einfach nicht viel. Ich habe schon ein bisschen reingeguckt, habe unseren Charakter erstellt und die Red Pizza Bude gegründet. Aber wie das Spiel jetzt wirklich ist, das schauen wir uns jetzt an, indem wir in die Kampagne gehen. So, Kapitel starten. Ich bin echt gespannt, was uns hier erwartet, denn wer, Leute, mag keine Pizza von euch, der haut mir jetzt mal in die unter das Video ein Dislike rein, der keine Pizza mag. Der Pizza mag darf auch gerne ein Like da lassen. Und bei der Gelegenheit sagt dann auch mal, wie ihr dieses Spiel so findet und ob ihr das auch einmal als Livestream sehen wollt. Und wir warten und warten und warten und es lädt noch. Mein lieber Großneffe, das letzte Mal sah ich dich mit 13 Monaten. Du saßt auf meinem Schoß. Wir haben Hoppe Hoppe Reiter gespielt. Deine Mutter war die Lieblingstochter meines Bruders Alfredo. Eine so schöne Frau. Ach, wäre ihr nur mehr Zeit geblieben. Ich weiß zwar nicht, ob dein Vater dir davon erzählt hat, ob du ihn überhaupt kennst und weißt, dass ich dein Großonkel bin. Aber eines weiß ich. Ganz sicher hast du schon mal meine Pizza gegessen. Jeder war schon einmal bei Pizza Padrino. Und das bin, war ich. Wenn du diese Zeilen liest, dann lebe ich nicht mehr. Und mein Imperium, mein Lebenswerk, gehörte mir zum Schluss leider nicht mehr. Es fiel Don Frodato in die Hände, der meine weltumspannende Kette durch Betrug und üble Nachrede an sich gebracht hat. Du bist mein letzter lebender Verwandter. Dein Erbe ist leider gering, doch ich vermache dir, was mir geblieben ist. Die kläglichen Reste meines Schweizer Bankkontos und mein allererstes, nun ja, Restaurant, das nie Teil meiner Kette wurde. Ich habe es immer gepflegt, so gut es halt ging. Möge es dir mehr Glück bringen als deinem Großonkel. Carmine Ritelli. So, und da bin ich wieder und ich muss schon jetzt mal eines loswerden. Das gefällt mir schon mal sehr gut, dass die ganzen Briefe und Zettel vertont wurden. Denn das ist in solchen Simulationsspielen, sage ich jetzt einfach mal, nicht der Fall meistens und man muss das immer mühsam selber lesen, aber so erspart man sich das Ganze und kann sich einfach mal die ganze Geschichte anhören. Und ja, wir haben gerade ein bisschen was geerbt, leider Gottes muss man sagen, es war eine gute Pizza, denn ich war schon mal dort, Zwinker, und ja, ich würde sagen, wir machen weiter. Das ist es also. Das erste Restaurant. Das erste Restaurant deines Großvaters war ein kleines Pizza-Truck. Und Wartung war wohl nicht die stärkste Seite Camillos. Das Schweizer Bankkonto enthält zwar noch knapp über 10.000 Euro, aber wenn der Bargebühren für 3 Jahre, ein paar Schweißarbeiten und kleinere Reparaturen sowie einen Satz neue Reifen und Zutaten für Pizza abgebucht werden, wird nicht mehr viel übrig bleiben. Okay. Es ist höchste Zeit, ein paar Pizzen zu kreieren und Geld zu verdienen. Wähle den Pizzakran aus. Klicke auf den Pizzakran, um ihn auszuwählen und seine Kontextmenü zu öffnen. Den hier meint er wahrscheinlich. Bewegen von Pizzakran. Es gibt viele verschiedene Typen von Menschen, die in dieser Stadt leben. Erkunde die Stadt, indem du die Gebäude klickst, so erfährst du,
welche Arten von Bürgern sie besuchen oder darin leben. Wähle anschließend die Pizzakarten aus und klicke auf den hinkenden Button, den, ach weißt was, das lesen wir jetzt gar nicht mal durch. Wir wollen ja was vom Spiel sehen. Hier drüben sehen wir in der Statistik, wie es gerade so läuft, und wir klicken jetzt einfach mal auf Bewegen. So, hier sind wir also. Ich weiß jetzt gar nicht, wo unser Truck jetzt steht, weil da unten ist zwar eine Karte, aber die ist ein bisschen überfüllt, Leute. Das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ihr die am Anfang eventuell ein bisschen weniger befüllen würdet. Oben sehen wir die Zeitanzeige, die können wir beschleunigen, stoppen, rasend schnell machen. Und ja, wenn wir mal eine Pause brauchen, dann einfach auf Pause. Und dann kann man uns die Strategie überlegen. Der will eine Pizza haben, der will eine Pizza haben. Okay, die wollen alle Pizza haben teilweise. Genau. Die Frage ist jetzt, wie kriege ich meinen... Okay, jetzt fährt er daher. Und jetzt können wir hier die Pizza bestellen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt gerade ein bisschen auffällt. Es ruckt teilweise ein bisschen. Und ich weiß nicht, warum. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob das wirklich bei euch der Fall ist oder ob das jetzt nur durch ein Aufnehmen passiert ist. So, öffnet die Backstube. Das mache ich nochmal. Außer Betrieb, ja, schön und gut, aber wo ist die Backstube zu finden? Da oben gibt es ein Sternchen. Okay, das sind die Aufgaben. Sie kriegen jetzt plötzlich Applaus. Ach so, da unten steht das blinkende Symbol. Ne? Wir öffnen den Pizzakarten. Oh, jetzt können wir Pizza designen. Forme Pizza, indem du Teig mit der linken Maustaste ziehst. Okay, aber das sieht schon schön aus. Mit der linken Maustaste ziehst. Habe ich irgendwas vergessen? Anzahl verschiedener Zutaten, 0 von 2 Anzahl verschiedener. Okay, das haben wir schon. Pizza abgespeichert. Okay. Ey, das wäre cool, wenn. Ah, okay. Setze die Form auf eine runde Pizza zurück oder wähle eine vorgefertigte Form. Lösche alle Zutaten in die von der Pizza, macht eine, okay, passt, da können wir Zutaten auswählen. Schalte automatische Rotation, okay. Benutze den Zutatenschieber, um die Größe aller Zutaten zu verändern. Wahrscheinlich auch, um Kosten zu ersparen. Klicke mit dem Zutat auf den, okay. Zutat. Das werden wir doch schaffen. Das wäre gelacht. Setze deine Gewinnmarge. Okay, passt. Ist ja voll arg, ey. Ich mach das jetzt einmal, zweimal. Dann hätte ich gern, was könnte man denn als... Okay, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber... Passt schon. Und jetzt noch. Was ich als Mund verwenden soll, keine Ahnung. Doch, kann ich die drehen auch? Ja, man kann sie auch drehen. Machen wir mal zu Beginn einen super tollen Smiley. Haben wir da vielleicht noch so ein eckiges Ding für Ohren? Naja, Ohren brauchen wir jetzt gerade nicht, der ist halt ohne Ohren. Anzahl verschiedener Zutatengruppen. Okay. Vielleicht findet man da irgendwas, was aussieht wie Ohren. Wir nehmen einfach den hier. Genau, den nehmen wir mal. Ist aber ein bisschen groß, ne? Achso, stimmt, da war ja was. Man kann ja mit diesen Schieberegeln... Man könnte mit diesen Schieberegeln, der aber gerade nicht so will, wie ich würde gern. Ja,
Nee, das war gar nicht der Schieberegler, sorry Leute. Aber wisst ihr was, wir hauen da jetzt das einfach mal ein bisschen drauf hier. Genau, hoppala, jetzt habe ich es falsch hingelegt. Sieht ein bisschen komisch aus, aber passt schon. Ich speichere mal die Bits ab. Bezahle den Chefkoch. Gib den Namen für die Pizza an. Smile. Passt. Chefkoch, bezahlen. Oder habe ich nicht so viel Kohle? Fertig oder was ist los? Irgendwie hat der da mein Ding nicht genommen. Probieren wir es halt nochmal. Irgendwas hat da nicht gepasst. Okay, ich muss bei der Qualität wie es ausschaut bleiben. Sonst nimmt er mir das Ganze nicht. Und das finde ich ein bisschen traurig. Und was mir auch ein bisschen auffällt gerade, ist, dass wir eigentlich keine Musik mehr haben. Aus irgendeinem Grund, da würde ich mich so eine Dauerschleife wünschen, weil die Musik war eigentlich ganz unterhaltend, muss ich eigentlich so. Ach, nimm mal 55. Also wie viel Kohle haben wir denn überhaupt? Ich sehe nicht mal meine Kohle. Sieht da irgendwer von euch eine Kohle, dann kann ich mir die gerne reinschreiben. Ja, Chefkoch bezahlen. So, Bronze, Gucci, Student, Teenager, Tourist. Also, aktuelles Budget. Das geht sich nie aus. Ich muss nochmal was runterschmeißen. Kann ich da irgendwie runterschmeißen? Ja, ich erstelle eine neue. Zutaten entfernen. Genau, die will ich haben. Dann, genau. Wir machen jetzt einfach nur eine Billigpizza draus. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal. Wer jetzt ein bisschen Fantasie hat, der weiß, was das werden soll. Und dann machen wir noch so ein... Es sieht so bescheuert aus, aber... Ich weiß halt gerade nicht, was ich sonst Billiges basteln soll. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade zusammen fabriziere. Einfach mal die Fantasie schweifen lassen. Das ist mein Motto heute. So, es ist halt eine Pizza mit Liebe. Und kann man sich jetzt endlich leisten? Ich hoffe es doch mal. Achso, warte mal, da fehlt mir was. Anzahl der verschiedenen Zutaten fehlt mir. Okay, und dann machen wir hier noch ein bisschen Mais. Ich hätte eher gedacht, dass man hier vielleicht den Mais schneiden kann oder so, aber nö. Quantifangi. Nenne ich die jetzt einfach mal und jetzt schauen wir mal, ob man es. Alter, ich kann mir die nicht leisten, sag ich mal, spinnst du? Neue Pizza erstellen. Jetzt mache ich die billigste Pizza ever. Ohne Scheiß. Einmal, zweimal, dreimal. Dann. Bisschen Mais wollen wir draufhauen. Und dann noch einmal einen. Genau, dann machen wir noch so Würstchen drüber. Ich weiß nicht, wer sich da billiges zusammenschustern soll, ey. Der nimmt mir aus. Funky Dunky.
Wie gesagt, Leute, wenn wir dieses Spiel zocken, dann könnt ihr auch gerne, wenn wir mal live sind, dann mit dem Namensvorschlag punkten. Also ihr könnt mal entscheiden, was das Ganze hier kosten soll. Ich könnte sogar die Pizza auf Facebook teilen, Alter, ernsthaft? Achso, da muss ich noch festlegen, die Gewinnmarge, Verkaufspreis, sagen wir jetzt 8 Euro. Das ist, glaube ich, ziemlich normal. Fungi, Kamati. Achso, da kann ich Rezepte laden. Das will ich jetzt nicht. Fungi, danke. Und dann den Chefkoch besorgen, aber der ist viel zu teuer, Alter. Sag mal, spinnst du? Speichern. Ich speichere das jetzt einfach mal. Fangi Dangi. Im Rezeptbuch abgelaufen. Dangi. So. Speichern. So, kann ich jetzt endlich mal diese verfluchten. Bezahle den Chefkoch, damit er seine Pizza für eine bestimmte Zielgruppe investiert, desto besser wird das Rezept. Ja, wahrscheinlich gut, aber ich kann es mir nicht leisten. Leute, wir scheitern beim Tutorial, glaube ich, oder? Wenn das Spiel schon irgendwer von euch mal ein bisschen angezockt hat. Wie gesagt, ich bin da ins kalte Wasser gesprungen. Aber wenn ihr das Spiel schon kennt, könnt ihr mir auch gerne schreiben, wie man hier seine erste Pizza raushauen kann. Denn ich bin gerade ein bisschen zu blöd dafür. Bin ich ganz ehrlich. Also Anzahl der Es fehlt auf einmal wieder eine Zutat. Geht's denn noch gut oder was? Raufknallen da. Pizza gefällt mir nicht, Alter, was willst du denn haben? Ich kann mir diese Pizza leisten, ja schön und gut. Oh mein Gott, Alter, kann mir mal kurz irgendwo. Ich komme bei dem Ding nicht klar. Das gibt's doch nicht. Red scheitert hier im Tutorial. Ich habe doch schon die billigste Pizza ever gemacht. Die Zutaten der Pizza sind okay. Anzahl der verschiedenen Zutaten. Grashüpfer? Ernsthaft? Frosch? Also wäre nicht so mein Fall. Ich habe noch nie einen Apfel auf der Banane gesehen, aber wird schon passen. Der will noch immer gleich viel haben. Ich check's nicht. Ich check's wirklich nicht. Vielleicht hätte ich doch mal das Tutorial durchlesen sollen. Nein, das war jetzt falsch. Machen wir eine Scheibe drauf. Das passt schon. Sagen wir 15 Euro. Testi, festi. Ja, ist klar, 2,5 ist das Minimalste, was geht.
Ich verlasse jetzt mal die Parkstube, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich da jetzt reinkomme. Hey Leute, ich weiß, ihr habt da jetzt nicht viel gesehen, aber ich werde mich jetzt mal schlau machen, warum das Ganze hier nicht funktioniert hat und wo der Fehler bei mir lag. Denn ich weiß es gerade überhaupt nicht, wie ich den Preis sonst senken könnte von dem Schiffcode. Falls einer von euch das weiß, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und dann zocken wir das Game mal im Livestream. Was kann ich aber jetzt so mal zu Pizza Connection 3 sagen? Es ist cool. Also mir gefällt schon mal sehr gut, dass man hier alles vorgelesen kriegt. Zumindest mal die Briefe, die aber nicht zu wenige sind, was ich weiß. Und dass man hier auch seine eigenen Kreationen machen kann. Es ist sehr schön aufgebaut von der Grafik her. Finde ich jetzt wirklich so ein bisschen Mittelalter-Style, sage ich jetzt mal. Also das alte Rom vor allem im Hintergrund zu sehen, gefällt mir schon sehr gut. Bin gespannt, ob wir da auch in die Zukunft wandern werden. Aber das sehen wir in den nächsten Livestreams. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn wir ein bisschen Startschwierigkeit haben. Und ich würde sagen, haut mir mal eure Meinung in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, euer Red Dragon Gamer.